Ein genialer Chirurg rettet ein Leben, doch dadurch bringt er einen wahnsinnigen Mörder zurück, der eine Spur des Todes durch Deutschland zieht. Dieser großartige Psychothriller ist an vielen mitteleuropäischen Schauplätzen angesiedelt und wartet mit einer unglaublich komplexen Handlung auf. We could lose it all, Monster. But we'll go down fighting. Ein junger japanischer Doktor legt in Deutschland einen perfekten Start in die Glanzkarriere als Chirurg hin. Als Liebling des Direktors und Verlobter dessen Tochter arbeitet er in einer renommierten Klinik in Düsseldorf und ist ein Star, der zu den schwierigsten Fällen geholt wird. Eines Tages werden ein Junge mit einer Kopfschusswunde sowie dessen traumatisierte Zwillingsschwester eingeliefert und der Doktor operiert ihn, obwohl er einen wichtigen Politiker verarzten hätte sollen. Der Junge wird von ihm gerettet, doch der Politiker stirbt und der Direktor sowie seine Tochter verstoßen darauf, den Doktor in eine niedrige Position. Bald darauf wird der Direktor auf unerklärliche Weise getötet und der Junge verschwindet. Viele Jahre vergehen und der Doktor schafft es, wieder in eine bessere Position als Chirurg zu gelangen. Doch ein Patient taucht auf, der von einem Monster spricht, das ihn jagt. In der Nacht flieht der Patient und der Doktor verfolgt ihn. Da wird der Patient von dem Jungen getötet, den der Doktor gerettet hatte und nun zu einem psychopathischen Mörder geworden ist. Jedoch ist der Junge so ein genialer Verbrecher, dass niemand wirklich von seiner Existenz weiß und der Doktor für den Mord beschuldigt wird. Er beschließt, den Mörder auf eigene Faust zur Strecke zu bringen, da der Doktor ihn ja auch zurück in die Welt geholt hatte. Eine lange Reise durch Deutschland und Tschechien beginnt, wo der Doktor den Psychopathen von Stadt zu Stadt verfolgt und auf die verschiedensten Personen trifft, die alle in die Machenschaften und das Schicksal des Mörders verstrickt sind. Jedoch scheint der Verbrecher immer einen Schritt voraus zu sein, sodass sich die Leichen häufen und der Doktor immer paranoider wird. Die vielen Geschichten der betroffenen Personen um den Doktor und den Mörder verbinden sich, bis alles in einem perfiden Gemetzel in einer alpinen Kleinstadt gipfelt. Eine unglaublich vielschichtige Geschichte mit philosophischen Thematiken, die die moralischen Beweggründe der Menschen hinterfragen. Ein riesiges Puzzle aus Mysterien, das sich stückweise zu einem gewaltigen Epos zusammenfügt. Wahrhaftig ein Anime der Extraklasse. They may tear us down.